Ende September fand der Endlauf zur norddeutschen Turniersportmeisterschaft in Berlin statt. In der Früh war es noch etwas neblig, aber es wurde noch ein sehr schöner Tag. Pkw-Turniersport, viel belächelt und selten ernst genommen, aber durchaus zu Unrecht. Es ist die günstigste Möglichkeit, sich mit einem zugelassenen Auto ohne weiteren Umbau oder besondere Lizenzen mit anderen zu messen. Und man tut etwas für die Beherrschung des Autos im Alltag. Wenn man weiß, dass sich die gefahrenen Zeiten selbst bei dieser norddeutschen Meisterschaft zwischen den Fahrern um das Vierfache unterscheiden können und dass nur ca. 20-30% der Läufe mit null Fehlern enden, ist klar, dass es nicht einfach ist. Wer hier mitfährt, macht das ja nicht zum ersten Mal. Also, weniger belächeln, vielleicht mal zugucken oder mitmachen und erstaunt sein. Geht übrigens ab 16 Jahren mit kleinen Voraussetzungen. Beim MCSW sind heute 4 Wertungsläufe zu fahren, davon werden die besten 3 gewertet. Es wird auf Hundertstel gemessen und ein Fehlerpunkt entspricht gleich 20 Sekunden Strafzeit. Für jeden Fahrzeugtyp gibt es zur Chancengleichheit eine individuelle Maßtabelle, nach der die Hindernisse eingestellt werden. Der Parcours besteht heute aus 11 Aufgaben, die in der vorgegebenen Reihenfolge abgefahren werden müssen. Ich zähle nur die wichtigsten Fehler auf. Nach dem Start durch die Lichtschranke geht es über eine Spurgasse. Die rechten Reifen, bei Linkslenkern, dürfen die Begrenzungen nicht berühren. Dann folgt der Schweizer Slalom. Kein Hütchen darf verschoben werden oder umfallen. Jetzt das Einparken rückwärts. Null Fehler gibt es bei maximal 15 cm Abstand zum fiktiven Bordstein. Beide Reifen zählen. Und die Gatter vorn und hinten dürfen nicht berührt werden. Die Fahrgasse ist vorwärts vollständig zu durchfahren und dann rückwärts zurück. Jedes umgeworfene Röhrchen bringt einen halben Fehlerpunkt. Danach rückwärts an das Gatter. Der Abstand sollte maximal 15 cm für null Fehler betragen. Jetzt der Slalom vorwärts durch 4 Tore. Dann rein in den Wendeplatz. Hier müssen die beiden Handicap-Linien mit dem Auto einmal vorwärts und einmal rückwärts überfahren werden, ohne das jeweilige Gatter zu berühren. Jetzt wieder raus und zum nächsten Gatter vorwärts. Es gelten wieder die 15 cm für null Fehler. Dann kommt ein besonderes Schmankerl. Es gilt, den Slalom rückwärts zu befahren. Hier kann man viel Zeit gewinnen oder auch viele Punkte kassieren. Wieder ein Gatter rückwärts. Und dann zur letzten Aufgabe. Das Halten mit der vordersten Fahrzeugbegrenzung über einer 30 cm breiten Linie. Es ist vollbracht. Das Ganze hat an diesem Tag zwischen 59 und 242 Sekunden gedauert. Bei den Fehlern ging es von 0 bis 13 Strafpunkten in einem Lauf. Nochmal gesagt, hier fahren keine absoluten Anfänger. Wer bei der Norddeutschen Meisterschaft startet, musste sich qualifizieren. Wer das jetzt noch belächelt, unterschätzt den Turniersport gnadenlos. Kommen wir mal zu den Favoriten. Es gab die üblichen Verdächtigen. Der Vorjahresmeister Rainer Jordan auf dem VW Polo 3 für den ADAC Niedersachsen. Der zweite, Gerhard Schichter auf dem Audi Quadro für den ADAC Weser Ems. Der dritte des Vorjahres, Kai Wiechert, mit seinem VW Passat Variant. Immer für eine fliegende Stange beim Rückwärtsslalom gut. Letztes Jahr musste gerüchteweise mal eine Stange vom Nachbargrundstück wiedergeholt werden, so eilig hatte er es. Der Senior, Siegfried Groth, auch für Schleswig-Holstein, der gefühlte hundertfache Sieger und Meister auf dem heißesten Gefährt, einem Simca Rally 2, 680 Kilogramm und 160 PS. Man muss ja kein Alltagsauto fahren. Kai Kudinov auf dem Mini Cooper, frisch gebackener westdeutscher Meister. Und für Berlin-Brandenburg Hans Günther auf einem der schönsten Trabis, die überhaupt rumfahren. Einer, der immer viele Null-Punkte-Läufe fährt. Bei den Damen waren es die Vorjahresmeisterin Annika Scheile auf dem Lancia A112 für Weser Ems.
und die mehrfache deutsche Meisterin Marianne Brandt auf dem VW Polo 3 für Schleswig-Holstein. Eifrig verfolgt von ihrer Schwägerin Beate Rost, die ewige Dritte, wie sie selber von sich sagt. Schauen wir mal bei den ersten beiden Läufen zu. Nach den beiden ersten Läufen geht es erstmal zur Mittagspause. Ein Zwischenklassement musste erstellt werden, denn nach der Pause starten die Teilnehmer gemäß ihrer bisherigen Platzierung. Für die Pause hatte sich der MCSW etwas Besonderes einfallen lassen. Gleich um die Ecke vom Parcours gibt es eine Location, in der man absolutes Rennfeeling erlebt. So blieb man auch in der Pause beim Thema. Abends fand dort die offizielle Siegerehrung statt. Zurück vom Essen gab es durchaus Überraschungen zu sehen. Der 73er Oldie Siegfried Groth führte mit dem Simca vor Kai Kudinov, Rainer Jordan und Kai Wiechert. Gerhard Schichte hatte zwar eine super Zeit, aber Fehler. Eine Top-Platzierung war vorbei. Marianne Brandt führte knapp vor ihrer Schwägerin Beate Rost. Die Vorjahresmeisterin Annika Scheile hatte sich schon ins Nirvana verabschiedet. Die Fehler reichten für 3 Wettbewerbe. Was sagen die Fahrer zum bisherigen Verlauf? Kai, die ersten beiden Läufe waren schon sehr gut. Ein minimalster Abstand zum ersten Platz. Was geht noch? Es geht sicherlich noch allerhand, weil im ersten Lauf hatte ich 2 Fehler gehabt. Im zweiten Lauf hatte ich 0 Fehler und der dritte und der vierte Lauf werden sicherlich die Entscheidung bringen. Ein Lauf wird gestrichen, von daher ist alles noch möglich. Was fasziniert dich am Turniersport? Mich fasziniert daran natürlich die Sache, dass man eben halt mit seinem normalen Pkw fahren kann, also den man so täglich im normalen Straßenverkehr benutzt. Die Aufgaben werden eben halt entsprechend auf die Größe des Fahrzeugs eingestellt. Es ist als Anfänger sicherlich ratsam, erstmal langsam zu fahren, aber gerade die Leute, die es schon länger betreiben, da geht es eben halt auch richtig um die Geschwindigkeit. Und eben halt auf diesen engen Parcours relativ schnell zu fahren, finde ich schon faszinierend. Erzähl uns doch mal was zu dem Auto. Das ist ein Mini Cooper,
Baujahr 1999, ist also nahezu serienmäßig, ist es also nicht irgendwie verändert, hat 64 PS. Einfach ein Auto, wie es damals gebaut wurde. Du bist bereits Westdeutscher Meister. Bin vor 14 Tagen Westdeutscher Meister geworden, ja. Und wäre doch schön, heute noch den anderen Titel reinzuholen. Schön wäre es auf alle Fälle, nur das wollen natürlich viele andere auch. Und wir haben hier schon starke Gegner heute am Start. Wie waren denn die ersten beiden Läufe? Die ersten beiden Läufe sind eigentlich relativ gut gelaufen. Der erste Lauf war schön, mit null Fehlern und einer sehr guten Zeit. Im zweiten Lauf habe ich leider einen Fehler gemacht. Aber es kommen ja noch zwei Läufe. Mal gucken, was passiert. Ist man eigentlich etwas verbissener dabei, wenn man schon mal Meister war oder den Titel verteidigt? Oder ist es von der Einstellung her, jetzt ist jetzt, damals war damals? Na, jeder Wettkampf ist zwar neu, aber man möchte natürlich schon gern seinen Titel verteidigen, wenn die Möglichkeit besteht. Also ein bisschen Druck ist immer da. Was ist das, was dir an dieser Sportart so gefällt? Es ist immer spannend und man lernt sein Auto dadurch auch sehr gut kennen. Man lernt also wirklich die Abmaße kennen. Wenn es mal nicht passt, dann weiß man, was man das nächste Mal besser machen muss. Und das bringt einem auch ganz große Vorteile im Straßenverkehr, wenn man so genau weiß, wie groß sein Auto ist, wie man damit einparken kann und wie schnell man damit ist. Ja, wie überlegst du dir, deine Läufe anzugehen? Erster Lauf volles Risiko oder erster Lauf Strecke kennenlernen? Wie ist so deine Taktik im Lauf eines Wettbewerbes? Also ich versuche immer, dass ich in den Läufen mit null Fehlern natürlich anfange, auch relativ schnell schon. Weil es kann ja immer passieren, dass in den letzten Läufen irgendwas nicht passt. Und dann würde halt der schlechtere Lauf gestrichen. Und wenn man dann schon halt mit guten Läufen anfängt, hat man zum Schluss immer noch mal Zeit, einen draufzulegen. Das heißt also, wenn ich drei gute Läufe gefahren bin, kann ich im vierten alles riskieren. Wenn es nicht passt, wird er halt gestrichen. Wie taktierst du eigentlich bei so einer Veranstaltung? Das ist eigentlich immer unterschiedlich. Ich hoffe eigentlich natürlich, so viel wie möglich Null-Fehler-Runden zu machen und dann, dass man den letzten Lauf dann auch nochmal volles Risiko geben kann. Hat bei mir bis jetzt leider noch nicht so geklappt, ist dann halt so, aber mal sehen, wie es weitergeht. Was fasziniert dich an der Sportart Turniersport? Also mich hat Autofahren, auch schnelles Autofahren, schon immer fasziniert. Ich würde vielleicht sogar Rallye fahren, wenn es irgendwie finanziell möglich wäre. Aber dieser Sport ist einfach, das ist ja für jedermann, man kann sein eigenes Auto nehmen und einfach mitmachen. Aber ich muss auch sagen, auch diese Präzision, die macht auch Spaß. Das, wenn man wirklich unter Zeitdruck präzise fahren, das hat was. Faszinierend ist ja auch bei dieser Sportart die große Altersschere, die es gibt. Der älteste Teilnehmer, glaube ich, 73 und liegt im Moment auf dem ersten Platz. Ja, das stimmt. Aber da sprechen wir aber auch von unserem mehrfachen deutschen Meister. Also der hat ja nun auch entsprechend seiner Karriere schon viel hinter sich und man sieht es, er hat es sein Leben lang, aber hat auch sehr viel das gemacht und er hat es immer noch drauf. Sie machen das ja schon ewig mit den Simkas, nicht wahr? Ich mache das seit 40 Jahren und immer mit dem Simca. Einen habe ich zerlegt, der wurde verschrottet. Einen habe ich in Rente geschickt. So, jetzt habe ich den dritten in Bearbeitung. Mit dem kam ich letztes Jahr noch nicht ganz klar. Aber dieses Jahr funktioniert schon wieder etwas. Warum ist der Simca Rallye 2 oder 3 so gut geeignet? Oder ist es nur der Fahrer? Es spielt alles zusammen. Aber einmal spielt zusammen, dass der Simca viereckig ist. Er hat gut abschätzbare Kanten. Und beim Turniersport kommt es auf keinen C-Wert an. Sondern da kommt es rein drauf an, wie gut das Auto übersichtlich ist. Ich habe dann den Sitz noch hochgelegt, damit ich eine optimale Sicht habe auf vorne und nach hinten. Und die PS-Zahlen, die spielen natürlich auch noch eine entscheidende Rolle. Was ist das, was Ihnen am Turniersport so viel Spaß macht? Ja, früher war es das Siegen. Heute ist es, vor die Jungen zu kommen. Ich bin ja nun mal 73 und die anderen können alle meine Söhne sein oder Enkel. Und die zu schlagen, das ist das größte Ziel. Da ist unser Oldie wohl auf dem besten Weg. Auch ein Vorstandsmitglied des ADAC Berlin-Brandenburg wollte mal sehen, was hier so läuft. Der MCSW hatte die Pause dazu genutzt, die Zwischenstände zu erstellen. Zum dritten und vierten Lauf starten die Teilnehmer nach der jeweiligen Platzierung von hinten nach vorne, also der Beste zuletzt. Lauf 3 von Beate Rost war von der Zeit eher als Ausfall zu werten, aber sie hatte nur einen Fehlerpunkt,
während Marianne Brandt deren 2 machte. Es wurde eng zwischen den beiden. Dirk Seeböck machte durch einen zweiten Nullfehlerlauf auf sich aufmerksam, vergab aber durch dieses Rangieren eine gute Zeit. Gerhard Schicht darf auch die Quadro vor sich seinen Frust von der Seele. Reichlich Fehler bisher ließen einen Platz unter den ersten 3 in weite Ferne rücken. Dann wenigstens die Bestzeit jagen. In diesem Lauf passte alles. 58,88 Sekunden, 0 Fehler, Chapeau. Hans Günther auf Trabant für Berlin-Brandenburg hatte schon 2 Nullfehlerläufe absolviert. Diesmal patzte er leider mit einem Fehler. Kai Wiechert hatte seine Konzentration wiedergefunden, legte einen Nullfehlerritt hin und meldete Ambitionen auf eine Top-3-Platzierung an. Aber da war ja auch noch der Vorjahresmeister. Und Rainer Jordan meldete sich mit guter Zeit und 0 Fehlern zurück. Es ging eng zu an der Spitze. Nun ließ Kai Kudinov seinen Mini fliegen. Zweitbeste Laufzeit und ein Nuller. Da wollte einer ganz nach vorne und gab den Druck an den bisherigen Spitzenreiter weiter. Der Simka brüllte und Siegfried Roth ließ sein Schmuckstück von der Leine. Drittbeste Laufzeit immerhin und bisher 3 fehlerfreie Läufe waren eine Ansage. Da aber für das Zwischenklassement nur die beiden besten Läufe gewertet werden, übernahm Kai Kudinov erstmal die Führung. Um gewinnen zu können, musste Kai allerdings noch einen Nullfehlerlauf hinlegen. Die Spannung stieg. Auf zum 4. Wertungslauf. Bei den Damen lag Beate Rost wieder mal hinter ihrer Schwägerin, allerdings nur knappe 2 Punkte. Damit durfte sich keiner der beiden einen Fehler erlauben. Beate wollte es diesmal wissen und fuhr hochkonzentriert und schnell bis zum Ende. Der Lohn, eine verdiente Nullerrunde. Damit musste Marianne Rost in jedem Fall einen Nullfehlerlauf machen. Eigentlich ganz einfach für eine 13-fache norddeutsche und 6-fache deutsche Meisterin, denkt man. Aber abgerechnet wird bekanntlich am Schluss. Noch ist nicht ganz klar, wer vorne ist. Und dann die Überraschung. Marianne hatte einen Fehler gemacht und lag damit nur auf Platz 2. Bei einem fehlerfreien Lauf wäre sie 0,39 Punkte vorne gewesen. Die Endphase bei den Herren. Hans Günther auf Trabi hatte 2 Nuller und einen Fehler. Um weiter vorne zu landen, musste ein 3. fehlerfreier Lauf her. Aber was ist das? Der Trabi ließ seinen Fahrer im Stich und ging einfach aus. Es wurden zwar 0 Fehler, aber die Zeit reichte nicht aus. 6. Platz insgesamt. Der rote Quattro mit Gerhard Schichter wollte sich standesgemäß verabschieden. Man hatte förmlich das Messer zwischen den Zähnen gesehen. Aber irgendwo auf der Strecke war ein Fehler passiert. Auch die 2. Laufbestzeit nützte damit gar nichts. Auf diesen Fehler hatte er gelauert, der kleine Lancia A112 mit Axel Scheile. Rache für den Verlust des Meistertitels für seine Frau wollte er nehmen. Und dann das, einmal mehr rangieren beim Einparken. Würde das noch reichen? Ja, knapp 1,5 Punkte vor dem Quadro und damit 4. Dass es auch mal in die andere Richtung gehen kann, musste Kai Wiechert schmerzvoll erleben. Ein kleines, zu frühes Einlenken, da flog er hin, der 3. Platz. Nur noch 8. am Ende. Damit war der Vorjahresmeister Rainer Jordan ziemlich sicher 3. Selbst einen Fehler konnte er sich erlauben, machte er aber nicht. Die Titelverteidigung ging nicht mehr. Sigi Groth war mit seinen bisherigen 3 Läufen schon eine Sekunde schneller gewesen. Die Ausgangslage. Siegfried Groth hatte 3 fehlerfreie Läufe, musste aber trotzdem einen schnellen Nullfehlerlauf hinlegen. Der 2. Platz war sicher. Kai Kudinov musste nicht nur 0 Fehler fahren, sondern auch noch schneller als der Simka sein. Wer wird also norddeutscher Meister 2013?
und wie er sich freuen kann. Kai Kudinov, bereits westdeutscher Meister 2013, jetzt auch noch norddeutscher Meister. Und Siegfried Groth freut sich diebisch über seinen zweiten Platz. Der Ehrenlauf von Meister und Meisterin. Herzlichen Glückwunsch den beiden norddeutschen Meistern. Wie geht's euch denn im Augenblick? Prima. Dir? Ja. Könnte super. Nicht besser sein. Besser geht's nicht. Nee. Erzählt mal was über den letzten Lauf, so über die Gefühle dabei, wenn man am Start steht und wenn man kurz vorm Ende ist. Zittert man da sehr oder ist man da so konzentriert, dass man das ausblenden kann? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich war näher am Start und dann am Ziel. Du? Ja, bei mir war es natürlich schon ziemlich spannend, weil ich im ersten Lauf Fehler gemacht hatte. Ich musste den letzten Lauf definitiv mit null Fehler fahren und durfte auch nicht zu langsam werden. Von daher war ich natürlich schon ziemlich nervös. Und zum Ende hin wird es natürlich immer mit der Nervosität ein bisschen extremer, aber hat Spaß gemacht. War toll. Ja, und ich hatte meine Schwägerin im Nacken, die war vor mir. Und das wollte ich mir nicht gefallen lassen. Deswegen habe ich mich mal angestrengt, ein bisschen schneller zu sein und null Fehler zu fahren. Und dabei habe ich es geschafft. Das war echt super. Es war ja eine sehr spannende Veranstaltung. Bis zum Schluss war nicht klar, wer Meister wird, weder bei den Damen noch bei den Herren. Richtig, die Favoritenrollen sind hier heute ein bisschen durcheinander gewürfelt worden. Aber ich denke, alle freut es, auch die noch Freunde dabei sind. Das nächste Mal gibt es wieder einen Lauf und da kann man sich platzieren. Leider, Berlin-Brandenburg konnte ja diesmal nicht vorne landen, obwohl der wunderschöne Trabi ja eigentlich ganz gut lag, aber hat am Ende doch nicht erreicht. Ja, er ist eigentlich eine Bank für null Fehler, aber die Zeiten, die schafft er natürlich nicht, wie diese schnellen Teilnehmer hier. Und da fehlen ihm die Sekunden. Wie ist die Veranstaltung gelaufen? Also aus meiner Sicht, die Teilnehmer haben eine gute Veranstaltung erwartet. Die haben sie heute bekommen, bei schönstem Wetter. Und die Sportwarte haben einen wunderbaren Job gemacht. Wir mussten nie eine Fehleinstellung korrigieren. Es war positiv bis zum Ende. Und das Feedback der Teilnehmer bestätigt uns, es war eine gute Veranstaltung. Okay, abschließend möchten wir uns natürlich noch bei allen, beim ADAC Berlin-Brandenburg bedanken, bei den ganzen Sportwarten hier heute auf dem Platz. War eine super Veranstaltung. Vielen Dank nochmal. Ja, danke schön. Wenn jemand Turniersport fahren möchte, was würden Sie ihm empfehlen? Was würden Sie ihm raten für den Anfang? Auf jeden Fall nach dem Führerschein ein Fahrsicherheitstraining beim ADAC, um endlich mal Autofahren zu lernen. Autofahren kann man nach dem Führerschein nicht. Und das im Verkehr zu üben, im rollenden Verkehr, so wie hier in Berlin, das ist völlig sinnlos. Ein wahrhaft meisterlicher Tipp zum Abschluss. Danach noch ein bisschen Turniersport und dann guckt man gar nicht mehr so verbissen rein.